Domi? Domi? Oh Gott, das ist ein Trinken. Oh, der war gut. Oh. Schönes Ding. Nein. Hi, grüße. Moin, Meister. Ja, alles gut? Alles gut? Fahrt gut, überstanden? Ja, doch. Freunde, willkommen zu diesem etwas random, aber ganz witzigen Vlog vom Wochenende. Wir waren eingeladen bei Aino mit dem gesamten Mod-Team. Es konnten leider nicht alle, aber die meisten waren dabei. Dann sind wir erstmal zu Aino gefahren, manche geflogen, manche gefahren. Und dann haben wir uns alle vor dem Laden getroffen, beziehungsweise vor dem Headquarter. Da gibt es einen schönen Showroom, da gibt es eine Küche, da hängen noch ein paar von den ganzen angemeldeten Marken aus. Und dann haben wir auch noch eine kleine Tour durchs Lager bekommen und danach ging es dann in die Produktion. Unsere Mission an diesem Wochenende war, möglichst viele Prototypen-Tabake durchzuprobieren, die Mods noch mit ins Boot zu nehmen, viel Feedback zu sammeln für die Sortenentwicklung bei Aino. Eine neue Strongline steht da an, die sollten wir testen, um die Stärke einzuordnen. Da hatte der Esan, der Chef von Aino, eine Menge vorbereitet. Und nachdem wir dann noch ein kleines bisschen durch das Lager getourt sind, sind wir dann rüber in die Produktion gefahren. Das ganze Ding sorgt nur dafür, dass der Tabak abgewogen in die Dose kommt. Da fährt der Tabak einmal hoch, fällt dann da rein und in 14 verschiedene Wagenkammern wird dann der Tabak fallen. Das ist jetzt alles die neue Straße für den neuen Pfeifentabak von Aino. Da seht ihr nochmal die Klappen, die gehen dann auf. Die wiegen euch möglichst präzise das gewünschte Ergebnis ab und dann fällt unten der Tabak einfach in die Dose. Die werden dann Aroma versiegelt unter der Hitze und unter der Folie, dass weder Aroma noch sonst irgendwas da rauskommt. Die Deckel, allein diese Deckel-Einfuhrmaschine ist schon komplett monströs. Dann kommen da noch die Deckel drauf und dann geht's weiter. Folie und Deckel sind drauf. Dann wird natürlich einmal nachgewogen. Da müssen auch die Grammanzahlen drin sein, die ihr bezahlt habt. Oben die Warnhinweise drauf. Ist einfach unglaublich geil, das immer zu sehen, wie das so funktioniert. Und dann haben wir hier noch die Label, die drauf kommen. In dem Fall war das hier der Malino, der da in die Dosen gekommen ist. Und dann kommt auch außen noch das ganze Label dran, wie das eben so aussehen soll am Ende. Und dann ganz wichtig, da müssen natürlich noch einige Warnhinweise drauf, Aufdrücke, die noch drauf müssen, Chargennummer und Co. Und eine Riesenmaschine, ich will nicht wissen, wie viel die kostet, nur um die Label aufzudrucken. Das heißt, die Dose wird richtig gedreht, dass das Label an die richtige Seite kommt. Da ist eine kleine grüne Markierung und die Maschine weiß dann genau, wo es dran geht. Und dann werden die eingepackt und wir machen uns ans Testen. Und das hier ist unser Plan fürs Wochenende. Jungs, da müssen wir jetzt leider durch. Leider. Das kriegen wir nicht. Leider. Ist das nicht ein bisschen nah? Ja, jetzt musst du sagen, Nasen gut oder nicht gut. Kiwi. Okay, das muss auch Bonn sein, Alex. Und da bin ich selber gespannt. Das ist einfach so Zähler, also die ist schon. Ist das die pure Physalis? Mit Schwarzsee. Das ist das aus dem Interview, Schwarzsee Physalis. Wild. Riecht geil. Das aber riecht extrem sauerfrisch. Aber also geil. Ja. Das wird. Hast du jetzt hier den Kaffee gebunkert? Wir müssen zwischendrin immer neutralisieren. Den da? Nee. Was hast du denn da schönes gekriegt? Ui. Wunderschönes Shirt. Und schau mal, was hier drauf ist. Ui. Okay, okay, okay. Wichtig. Sehen wir dich da auch morgen drin, ja? Ja, erst wenn es gebügelt ist und dann ziehst du an. Sehr gut. Der Beamer wird warm. Wir setzen uns langsam alle hin. Pfeifen sind am Start und die Köpfe werden gebaut. Bei mir gibt es als erstes den hier. Das ist ein Prototyp für rote Johannisbeere. Und den habe ich mir jetzt auch schon hier im Wandenberg gebaut. Sind wir sehr gespannt. Ich filme. Wink mal. Hallo. Freunde, wir sind im Airbnb. Es ist Zeit für eine Roomtour. Hier ist der Waschle. Waschle. Ein Gordon. Ich bin's wieder. Ja. I gotta keep my calm while I. Der Waschle. Vor euch am Start. Der Basti geht gleich noch tauchen. Das ist das Ding? Ja. Und das beatmet dich, ja? Ja. Ich habe so ein Ding, aber als Mundstück für die Shisha. Kennst du das? Nee. Vielleicht könntest du das austauschen. Vielleicht hilft das auch. Bisschen nee. Minze? Stell dir das mal vor. Squirt. Ballert richtig. Squirt.
dieser anders tiefe Schlaf. So, das ist der Eingangsbereich. Dann ist hier ein großer Flur. Was macht ihr hier alle zusammen im Bad? Der ist auf Dusche. Dein Ernst? Nee, so, weil wir ihn verstecken vergessen. Und dann bin ich in die Dusche gekommen. Das ist das besser als das. Wer schläft hier? Wir beide. Oh, sind die nicht jetzt schon ein süßes Pärchen? Natürlich. Ja. Warte mal. Normal. Cause all of me loves all of us. Dann, wer schläft hier? Ach, das ist die Sägeabteilung? Sägewerk Domi und Wolf, guten Abend. Was kann ich für Sie tun? Und wie viel Quadratmeter, wie viel Kubik? Wie viele Holz werden das heute Nacht, ne? 10. Ja. 10. Stark. Ja, dann fang schon mal an. Bald. Ich hab gespottet, jeder hat seinen eigenen Fernseher. Das heißt, wir müssen überall gleichzeitig heiß für mich starten, oder? Das ist es. Dann ist hier vom Nick. Und da ist von mir. Und hast du noch analysiert hier? Wir müssen Bescheid anreichen. Wo Kaffee? Die Minibar ist bestimmt mit Bier. Hier hört irgendwo der Fußboden auf. Und dann stehen die nicht. Ich glaube, hier, das hier heute Nacht sitzen die Geister. Warte, wir stellen das kurz für euch nach. Jetzt sind wir heute Nacht wieder und wissen die Airbnb-Gäste weg. Ja. Freunde, es gibt noch einen sehr wichtigen Punkt bei Airbnbs. Der MAV-Test. Pass auf. Ich präsentiere Bett A. Schlecht. Man sieht keine Lücke. Also neben Ernst, ich schlafe so. Kann bitte da so ein super Käfig photoshoppen? So, pass auf. Bett Nummer 2. Schlecht, 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 schlecht. Besser. Es gibt aber noch einen anderen sehr wichtigen Test. Nicht nur der Bettenlängentest ist wichtig. Basti war gerade kacken, Entschuldigung. Es gibt noch einen anderen wichtigen Test und das ist der Türrahmentest. Weil ich präsentiere kurz, wie ich nochmal durch Türen gehe. Schlecht. Aber hier. Oh. Hey, Jungs. Ja? Was macht ihr? Ah, Ice Cream Musical. Bromance. Nothing really gay about it. So, einen wundervollen guten Morgen. Guten Morgen. Tag 2, die Mission ist, also heute ist eigentlich der richtige Tag. Gestern war so ein bisschen Bonus. Mission ist zum Bäcker fahren, zu Shanti fahren, also in den Laden in Osnabrück. Dann fahren wir wieder in die Produktion und dann wird wieder fleißig getestet. Work. Komplette Mose Motion Abteilung. Wir sind wieder bei Aino. Wir machen gerade Pfeifen sauber. Mein schmeckt immer noch nach Kaschmir. Echt? Dann geht's hier gleich weiter mit dem Kopfbau. Wir haben heute noch mehr Unterstützung bekommen von Marc. Was baust du dir? C-A-G-A. Nee, wir müssen Kiwi-Runde machen jetzt. Ach so. Jetzt gibt's XXL Kiwi-Runde, danach muss man aussuchen. Let's go! Ja, wir müssen jetzt 8 Kiwi-Flavor rauchen und hier wird auch immer noch fleißig sauber gemacht, da ist der Esan.
Das ist die neue Pfeife. Aha. Ja, ja, ja. Immer low-key am Film, ja, ne? Doch, der Marc hat doch gegrinst, der hat das gesehen. Hallo Basti. Hallo. Guck mal, wenn ich Basti küssen würde, wäre das ungefähr so. Okay. So, und so sieht übrigens die Station aus, wo wir uns hier die Köpfchen bauen. Das heißt, wir haben hier in Esans Labor ordentlich Platz, ordentlich Kopfbauwerkzeug, Matten. Und das hier sind alles die Sorten, die wir durchprobieren. Das sind Dark Blends in verschiedenen Stärken für die Strongline, wo wir durchtesten. Wir sind übrigens für den stärksten bis jetzt, also den E. Das hier sind ganz verschiedene Sorten. Da sind Doppelapfel dabei, rote Johannisbeere dabei, Mango Cheesecake, Zitrone, also ganz, ganz viele Sorten, die hier dabei sind. Und da sind noch mehr und hinten dran sind noch mehr. Und die, die oben stehen, sind jetzt auch schon die, die wir geraucht haben. Wir sind tatsächlich mittlerweile durch. Wir haben extrem viel probiert. Wir sind zu siebt hier, heute sogar zu acht. Und sind extrem viel am Probieren. Das hier waren tatsächlich nur Kiwi-Prototypen. Und es gab, glaube ich, sogar noch mehr. Das ist ein anderer. Es gab sogar noch mehr Kiwi, was nur Kiwi war. So, und jetzt sind wir an dem Punkt, dass wir ein bisschen mixen können mit verschiedenen. Ich würde mir jetzt wahrscheinlich mal den E schnappen und dann mal gucken, was wir da noch dazu mixen. Und so sieht das fertige Köpfchen aus. Ich habe mir nur Blanco von hier geschnappt und ich habe jetzt zwei Sorten genommen, die ich sehr gut bewertet habe. Und das ist einmal Red Cassis, also rote Johannisbeere, und APF, Blaubeere Pfirsich und rote Johannisbeere. Ja! Den lade ich ab. Oh. Ja, easy. Keine Muni mehr. Wie wechsel ich? Du hast keine Waffe. Wie wechsel ich die Waffe? Du hast keine. Ja, die wechsel ich auf meinen Stab. Ach Mann, das war eure Schuld. So Freunde, der Einotest ist durch. Wir haben uns durch, weiß ich nicht, nahezu 40 verschiedene Prototypen getestet. Die Mods waren fleißig. Was ist Fazit? Wie schwer ist es, Tabaksorten zu testen? Ultra schwer, weil zu viele Aromen auf einen einprasseln und... Deutlich schwieriger, als man denkt, oder? Ja, ohne Kaffee dazwischen geht's nicht. Ja, Kaffee zum Neutralisieren, wichtig. Ja. Jetzt geht's noch zurück ins Airbnb, dann gibt's noch die zweite Hälfte von High School Musical und dann ist Sayonara. Ja.